Sich nicht alles gefallen lassen, sich gegen Unterdrückung wehren. Das ist das große Thema in Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Wie dann ein Hut, ein Apfel und ein Pfeil zur Befreiung beitragen, das erfahrt ihr jetzt. Wilhelm Tell wurde 1804 von Friedrich von Schiller geschrieben. Wir haben es bei Wilhelm Tell mit einem Drama, also einem Theaterstück, zu tun. Es gibt also keinen Erzähler, sondern Schiller lässt seine Figuren selber in wörtlicher Rede sprechen. In unserem Drama gibt es drei große Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind. Und die zeige ich euch jetzt. Diese miesen Typen hier nennen sich Vögte. Und die unterdrücken ihre Bürger und behandeln sie sehr schlecht. Der übelste davon ist Vogt Gessler. Den werden wir noch genauer kennenlernen. Auf der anderen Seite sind die unterdrückten Bürger. Die kommen zwar aus verschiedenen Regionen, aber haben einen gemeinsamen Feind, die Vögte. Und das verbindet ja bekanntlich. Sie schwören auf der Wiese Rütli, ab jetzt im Teamwork, gegen die Unterdrückung der Vögte vorzugehen. Wir wollen gegen die Unterdrückung der Vögte vorgehen, oder? Kommen wir jetzt zum zweiten Erzählstrang. Wilhelm Tell. Der ist ein unverschämt guter Schütze. Außerdem liebt er die Abgeschiedenheit in den Bergen. Er kommt zur Hilfe, wenn andere in Gefahr sind. Auch wenn er sich dabei selbst in Lebensgefahr begibt. Er liebt das Leben und er genießt es. Keine gute Geschichte ohne eine Love Story. Die nötige Portion Herzschmerz liefern uns Ulrich von Rudenz und sein Schwarm Bertha. Die müssen aber erst ein paar Missverständnisse überwinden, bis zwischen den beiden was läuft. Das Drama ist in 5 Aufzüge, also quasi 5 Kapitel, eingeteilt. Es spielt in der heutigen Schweiz in den 3 Kantonen Uri, Schwyz und Unterwalden. Kantone, das sind sowas wie unsere Bundesländer. So, jetzt aber genug der Einführung. Wir starten mit der Geschichte. Erster Aufzug. Die Sonne scheint und ein Fischer, ein Hirte und ein Jäger singen ein Lied, als plötzlich in diese idyllische Situation ein Mann rennt. Es ist Konrad Baumgarten. Warum ist dieser Mann so aufgeregt? Einer der Vögte hat versucht, seine Frau zu vergewaltigen. Er kommt aber gerade noch rechtzeitig nach Hause und tötet den Vogt mit einer Axt. Deswegen sind ihm natürlich jetzt die Soldaten des Vogts auf den Fersen. Sehr düstere Geschehnisse also. Und passend dazu hat sich auch eben noch das ach so schöne Wetter in ein heftiges Gewitter verwandelt und Baumgartens Fluchtweg führt ausgerechnet über einen tosenden See. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem unser tapferer und unerschrockener Titelheld Wilhelm Tell in die Geschichte kommt. Der spaziert nämlich gerade zufällig vorbei und zögert nicht lange, Baumgarten mit dem Boot ans andere Ufer zu bringen. Alle anderen haben sich nämlich aus Angst vor dem Unwetter geweigert. Tell ist eben ein echter Star. Läuft bei mir, oder? So, Baumgarten ist also in Sicherheit, der Vogt ist tot. Aber er war nicht der einzige unbeliebte Herrscher. Ein anderer Vogt zwingt die Bauern in Uri unter brutalen Arbeitsbedingungen dazu, ihm eine schicke Festung zu bauen. Dass die Arbeiter dabei beinahe krepieren, interessiert den nicht die Bohne. Im Gegenteil, er feiert sich sogar, dass das Volk so unter ihm leidet. Der schlimmste von allen ist aber Landvogt Gessler. Zur Krönung der Absurdität verlangt er, dass sich alle Menschen vor seinem ollen Hut verbeugen, den er auf eine Säule legen lässt. Okay. Das hier ist mein Hut. Und ihr Kakerlaken, verbeugt euch alle gefälligst davor. Die Schweizer haben von der Unterdrückung wirklich die Nase voll. Der Erste, der beschließt, das nicht mehr mitzumachen, ist Werner Stauffacher. Naja, er kommt jetzt nicht selbst auf die Idee, sondern wie im wahren Leben auch, sind es natürlich die Frauen, die die Weltgeschichte schreiben. Und Stauffachers Ehefrau muss ihn erst auf den Gedanken bringen. Stauffacher will sich mit Bekannten aus den anderen 2 Kantonen beraten und er reist nach Uri zu Walter Fürst. Dieser Walter Fürst ist ein sehr korrekter und beliebter Typ und der versteckt Arnold von Melchtal bei sich zu Hause. Melchtal ist aus dem 3. Kanton, aus Unterwalden. Aber auch er ist mit einem Vogt aneinander geraten und jetzt auf der Flucht. Also 3 Personen, die Stress mit den Vögten haben. Als Melchtal erfährt, dass der wütende Vogt aus Rache an ihm seinem Vater beide Augen ausgestochen hat, ist er am Ende. Er schwört Rache. Das gibt Rache. Walter Fürst ist auch dabei und Stauffacher ja sowieso. Und somit haben wir jetzt aus jedem Kanton einen Anführer, der in seiner Heimat Verbündete für einen Aufstand sammeln will. Zweiter Aufzug. Jetzt wird es ernst. Mitten in der Nacht treffen sich die 3 von eben und alle anderen, die den Widerstand wollen, auf der Waldlichtung Rütli. Dort zieht man erstmal gepflegt über die Vögte her. Scheiß Vögte! Und dann schwören sie einen Eid
und gehen einen Bund ein. Sie wollen zusammenhalten, sich für die Freiheit einsetzen und außerdem sollen die Vögte aus ihren Burgen fliegen, damit sie nicht mehr ihr Unwesen treiben. Bei allem, was die Verbündeten tun, wollen sie auf Gott vertrauen. Sie wollen den Aufstand. Überstürzen wollen sie es jetzt aber auch nicht. Lasst uns erstmal in Ruhe planen und eine warme Milch trinken, oder? Ganz gechillt und dann Weihnachten den Aufstand machen. Weihnachten sollen dann aber wirklich alle Festungen gleichzeitig gestürzt werden. Auf jeden! Jetzt kommen wir zum dritten Erzählstrang und zu unserem Liebespaar Ulrich von Rudenz und Bertha. Na endlich. Ulrich hat gerade Streit mit seinem Onkel Attinghausen. Grob gesagt geht es darum. Attinghausen will nicht, dass die Schweiz von den Österreichern regiert wird, zu denen ja auch die meisten Vögte gehören. Und Streit gibt es, weil Rudenz auf der Seite der Österreicher ist. Der Grund dafür? Sein Schwarm Bertha von Bruneck. Die ist nämlich ausgerechnet vom gegnerischen Lager. Und Rudenz glaubt, dass er sie nur klar machen kann, wenn er auch für die Österreicher ist. Also für Berthas Seite. Dritter Aufzug. Bertha und Rudenz erleben wir jetzt auch gleich in Aktion. Bei einem Jagdausflug gesteht er ihr seine Liebe und kassiert dafür einen Korb. Denn es stellt sich heraus, Bertha ist gar nicht wirklich auf der Seite der Österreicher, sondern auf derselben Seite wie Rudenz Onkel Attinghausen. Tja, falsch gedacht. Sie steht zwar auch auf Rudenz, aber solange er sich den Österreichern verpflichtet, will sie von ihm nichts wissen. Ein ziemliches Missverständnis, könnte man sagen. So, jetzt aber mal langsam zu unserem Wilhelm Tell. Das Stück ist ja schließlich nach ihm benannt und bisher haben wir noch nicht wirklich viel von ihm gesehen. Wilhelm Tell ist mit seinem Sohn Walter unterwegs und hat als unverschämt guter Schütze wie immer seine Armbrust dabei. Sie kommen am Hut des Vogtes Gessler vorbei. Ihr erinnert euch vielleicht. Das hier ist mein Hut. Wilhelm Tell wäre nicht Wilhelm Tell, wenn er sich einfach vor diesem Hut auf die Knie werfen würde. Wir haben es schließlich mit einem ziemlich dicken Ego zu tun. Zwei Soldaten erwischen Tell auf frischer Tat. Sie halten ihn fest, als gerade, welch Zufall, der Landvogt Gessler höchstpersönlich vorbeikommt. Gessler findet das nicht witzig und will ernst genommen werden. Er zwingt Tell zu einer grausamen, ekelhaften Strafe. Und Achtung, hier kommt die bekannteste Szene aus dem Stück. Der sogenannte Apfelschuss. Tells Sohn Walter muss sich einen Apfel auf den Kopf legen, den Tell mit seiner Armbrust treffen muss. Weigert er sich, sterben Tell und sein Sohn. Alle Anwesenden sind verzweifelt und flehen, Gessler solle von dieser grausamen Strafe absehen, aber kein Erbarmen. Nö, das will ich schon ganz gerne noch sehen. Tell muss schießen. Und tatsächlich, als ausgezeichneter Schütze, trifft er den Apfel mittendurch, ohne seinem Sohn ein Haar zu krümmen. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Kennt ihr James Bond 007 Skyfall? Da hat Hollywood wohl von unserem guten Schiller abgeschrieben. Bond wird nämlich in einer Szene des Kinofilms dazu gezwungen, ein Whiskyglas vom Kopf seiner Freundin zu schießen. Bond zieht in diesem Vergleich zu Tell den Kürzeren. Er verfehlt den Schuss und seine Geliebte wird daraufhin erschossen. Landvogt Gessler ist es wurscht, dass Tell die Probe bestanden hat. Er lässt ihn trotzdem verhaften. Denn Wilhelm Tell hat gleich zwei Pfeile bereitgehalten. Mit dem ersten trifft er den Apfel und mit dem zweiten Pfeil hätte er Gessler getötet, falls der erste Pfeil seinen Sohn Walter getroffen hätte. Das nimmt Gessler zum Anlass, Tell doch zu verhaften. Vierter Aufzug. Auf dem Weg in den Kerker schon wieder ein Unwetter. Und das Schiff, auf dem Gessler und Tell sitzen, gerät in einen Sturm. Die Gelegenheit nutzt Tell aus und springt kurzerhand vom Schiff und flüchtet. In dem Moment nimmt er noch seine Armbrust mit und das aus gutem Grund. Er hat noch eine Rechnung mit Gessler offen. Das sehen wir jetzt. Er lauert ihm an einem Wegesrand auf und tatsächlich kommt der Vogt kurz danach mit seinem Gefolge den Weg lang geritten. Der fiese Landvogt Gessler weist eine klagende Bäuerin zurück. Ihr Mann wurde zu Unrecht von Gessler eingesperrt. Während der Vogt wieder mal beweist, was für ein großkotziger Fiesling er ist, trifft ihn Tells Pfeil aus dem Hinterhalt. Das ist ja jetzt echt blöd. Er stirbt. Eine Hochzeitsgesellschaft kommt gerade an dem Spektakel vorbei und alle feiern den Tod Gesslers als Befreiung des Landes. Gesslers Stallmeister sieht in dem Mord schon den Beginn eines Aufstandes und macht sich schnell auf zu den Burgen, um zu retten, was noch zu retten ist. Während dieses Tumults liegt Attinghausen im Sterben. Wer war das jetzt nochmal gleich? Ach ja, Attinghausen, das war der Onkel von Rudenz, ihr erinnert euch. Der, der gegen die Österreicher ist. Genau. Attinghausen liegt im Sterben. Er wurde zur Abwechslung aber mal nicht umgebracht, sondern ist einfach alt. Sein Neffe Rudenz tritt ans Totenbett, als Attinghausen gerade schon den letzten Atemzug getan hatte. Dabei wollte Rudenz ihm gerade sagen, dass er wirklich die Seite gewechselt hat und jetzt auch gegen die Österreicher ist. Weil sein Schwarm Bertha nämlich von den österreichischen Vögten entführt wurde
Und jetzt will er Rache. Eigentlich wollten die Verbündeten mit dem Aufstand gegen die Vögte ja bis Weihnachten warten. Lasst uns erstmal in Ruhe planen und eine warme Milch trinken, oder? Ganz gechillt und dann Weihnachten den Aufstand machen. Aber die Nachricht von Gesslers Tod durch Tells Pfeil hat sich schon herumgesprochen und deswegen werden jetzt sofort alle Burgen gestürmt. Fünfter Aufzug. Die Vögte werden vertrieben und die gekidnappte Bertha konnte im letzten Moment von ihrem Schatz gerettet werden. Alle feiern den Sieg über die Vögte. Doch trotz allem, was sie den Bürgern angetan haben, werden die Vögte nicht umgebracht, sondern verschont. Aber ein Todesopfer gibt es noch, den Kaiser. Von dem haben wir noch gar nichts gehört. Der wurde gerade von seinem Neffen Johann von Schwaben ermordet. Der befürchtete nämlich, dass sein Erbe zu klein ausfallen würde. Der Mörder Johann von Schwaben verkleidet sich als Mönch und sucht Wilhelm Tell auf. Er fühlt sich mit ihm verbunden und hofft auf seine Hilfe. Schließlich hat Tell ja auch einen Tyrannen, den Gessler, unter die Erde gebracht. Tell erklärt ihm aber, dass er nicht aus Egoismus und Geldgier gehandelt hat, sondern für sein Volk und die Freiheit. Ein viel besseres Motiv. Er gibt ihm trotzdem Proviant mit und schickt ihn dann zum Papst, auf dass er dort von seinen Sünden befreit werde. Jetzt ist es Zeit zu feiern. Alle kommen zu Tells Haus und bejubeln ihn. Als Topping verkündet Bertha dann allen, dass sie jetzt keine österreichische Adelige mehr sein will und sie und Rudenz jetzt offiziell ein Paar sind. Das war die Zusammenfassung von Wilhelm Tell. Habt ihr noch Fragen, die nicht geklärt wurden, dann ab damit in die Kommentare. Und hier bei mir findet ihr noch weitere Literaturzusammenfassungen. Schaut da gerne mal rein. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin der Teil.